Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warcraft 3. Heute Kapitel 2, Totengräber. Am nächsten Morgen am Rande von Andorhal. Was zum Teufel ist das? Mit diesem schlichten Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Könnt ihr die Überreste nicht einfach erwecken, wenn wir sie finden? Verzeihung, Lord. Aber ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht kann nur in einem Nexus starker Ley-Energie wiedererweckt werden. Und solche Orte gibt es in diesem Land nicht. Wohlan denn. Brechen wir auf. Niemand erteilt mir Befehle. So, jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen bessere Armee. Das ist hier schon besser. Frostmourne hat Hunger. Laufen wir mal los hier. Ah, endlich. Bringt das was, die Dinger jetzt kaputt zu machen? Jetzt, ich denke, werdet schon ihr leiden. Könnte ja vielleicht was drin sein. Frostmourne hat Hunger. Haben ja drei Fleischwagen. Endlich. Ah, endlich. So. Endlich. Hauen wir hier alles in Schutt und Asche. Ah, endlich. Das ist schon besser. So, ihr dürft euch gerne mal Leichen sammeln. Frostmourne hat Hunger. Bum, bum, bum. Jetzt, Frostmourne! Ah, endlich. Da war nichts drin. Endlich. Arthas, beendet diesen Wahnsinn, ehe es zu spät ist. Tretet beiseite, Bruder. Ich bin ein paar alte Gebeine holen gekommen und möchte nicht gestört werden. So. Aus der Distanz wunderschön mit Leichen. Alles putzen. Sprecht, Dummkopf. So, da vorne haben wir noch ein paar Truppen. So, Häuser sind eingerissen. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Und dann gehen wir mal los. Das ist schon besser. So. Haben wir hier. Ja. Endlich. Oh. Unglaublich, dass wir euch je Bruder nannten. Ich wusste, es war ein Fehler, einen verzogenen Prinzen in unseren Orden aufzunehmen. Ihr habt die Silberhand zum Gespött gemacht. Endlich. Da heilt einfach unser Untot tot. Das ist schon besser. So, mal eine Rolle der Heilung schmeißen. Endlich. Jetzt, Frostmourne. Ah. Endlich. Was haben wir eigentlich für Questen? Wir haben eigentlich nur drei Hauptquests. Okay. Für den Lichtkönig. Jetzt, Frostmourne! So, mach mal hier ein bisschen hin. Da könnte ja noch was drin sein. Und kaputt. Endlich. Nö, da ist nichts drin. Das ist schon besser. Dann lasse ich die Höfe jetzt auch stehen. Frostmourne hat Hunger. Dann gehen wir mal hier hinten hin. Kommt jetzt, Totenbeschwörer.
Die Mächte, denen ihr einst dientet, brauchen euch wieder. Ich sagte doch, mein Tod bedeutet nichts. Verflucht. Höre ich jetzt Gespenster? Ich bin's, Kel'Thuzad. Ich habe mich nicht in euch getäuscht, Prinz Arthas. Ihr habt so lange gebraucht. Diese Überreste sind stark verwest. Sie werden die Reise nach Kel'Thalas nie überstehen. Kel'Thalas? Ja, nur die Energien des Sonnenbrunnens der Hochelfen können Kel'Thuzad jetzt noch erwecken. Und was ist zu tun? Ihr müsst eine ganz spezielle Urne von den Paladinen stehlen. Legt die Überreste des Totenbeschwörers hinein und er wird gut für die Reise geschützt sein. Wie ihr wünscht. So. Paladine töten. Mein Leben mich für eurem Willen. Mein Schicksal ist euer Befehl, Meister. Fangen wir gleich mal an hier. Ja, Meister. Die Untoten müssen eine Goldmine verhexen, bevor der Akolyt mit dem Goldabbau beginnen kann. Ja, und wir brauchen verseuchten Boden, damit wir weitermachen können. Vorsicht. Eine Verseuchung entsteht, wenn untote Gebäude herbeigerufen werden. Gebäude können nur auf eine Verseuchung herbeigerufen werden. Die einzige Ausnahme hier macht die Nekropole. Ja, die habe ich ja schon beschworen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Mein Schicksal ist besiegelt. Na, es dauert hier noch ein bisschen. Also, was ist das hier? Diesmal? Ja, das frage ich mich auch, was es diesmal ist. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wunderbar. Mein Leben für Ner'zhul. Wenn verwundete, untote Einheiten auf einer Verseuchung stehen, werden sie schneller regeneriert. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Euer Wille geschehe. So. Ich gehorche mit Freuden. Ja, brauchen wir noch? Meister. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja. Ich gehorche mit Freuden. Dann geh erstmal arbeiten. Mich mir mal drei Ghule. Die mal hier ein bisschen Holz abarbeiten. Muss spachteln. So. Und die Fleischwagen schiebe ich mal hier rüber. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja. Doch, die Dinge hießen Ziggurat. So. Wo soll mein Blut vergossen werden? Eine ganz übliche Gruft. Mein Schicksal ist besiegelt. Und ein Altar der Dunkelheit. Wird ein Friedhof herbeigerufen, versorgt er die untote Armee mit frischen Kadavern. Aha. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, drei Ziggurats. Na, dann bauen wir hier noch hinten ein Ziggurat hin. Euer Wille geschehe. Weil die waren, glaube ich, auch extra für die Nahrung oben gedacht. Ich gehorche mit Freuden. Dann ja, darfst du weiter arbeiten. Meister. Glaube ich, habe ich nämlich alle Gebäude. Halle der Toten, Friedhof. Na, noch nicht ganz. Hier können wir die Ghule dann schon mal stärker machen. Was ist das diesmal?
Das weiß ich noch nicht. Vorsicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, endlich. Gehen wir erstmal noch hier hin. Frostmoon hat Hunger. Gucken, ob wir da noch das irgendwas finden. Das ist schon besser. Die Frostmoons schlagen oftmals Holz für die untote Armee. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, da haben wir den ersten Paladin. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So. Baue ich hier nochmal alles aus. Es ist mehr Gold erforderlich. Ah, mehr Gold habe ich jetzt gerade nicht. Dummkopf. Das ist schon besser. Dann probieren wir es mal. Elende Verräter. Ihr seid selbst eures Vaters Namens unwürdig. Oha. Mir ist unbegreiflich, wie Uther für euch eintreten konnte. Ihr habt ihm seine Ehre genommen, als ihr eure über Bord geworfen habt. Ihr verdient grausamen Tod. Ausbau abgeschlossen. Das ist schon besser. Ausbau abgeschlossen. Endlich. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Ich brauch halt doch eine Armee. So, wir konnten doch euer jetzt Befehl, noch... Euer Befehl, Meister. Friedhof haben wir, Halle der Toten... wird noch erforscht. So. Vorsicht. Und hier können wir jetzt auch nochmal die Ghouls fressen lassen. Schaden tut es definitiv nicht. Und ihr beiden geht jetzt mal da wieder rüber. Euch brauche ich eigentlich nicht. Forschung abgeschlossen. Ich beuge mich aber eurem Willen. Noch mal ein Ziggurat hier hinten hinstellen. Aber euer hier Wille so. Geschehe. Ja, Meister. Obwohl, ich stelle den mal eher so hier hin. Ich gehorche mit Freuden. So. Mein Schicksal ist besiegelt. So, dann wollen wir hier nochmal ein paar Ghule erstellen. Damit es hier auch mal vorankommt. Sprecht, Dummkopf. Stellt euch mal aufs Verseuchte, auf den verseuchten Boden. Dann ist das ein bisschen besser. Werdet ihr nämlich auch mit regeneriert. Aber für sich kann ich hier die Fleischwagen trotzdem mitnehmen, oder? Sind wir jetzt da unsicher? So, ein noch. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, das passt. Kann ich die Fleischwagen trotzdem mitnehmen. Und hier haben wir noch einen drauf. Wie lange braucht das da noch? Na, gleich fertig. Wo soll mein Blut vergossen werden? So. Ausbau abgeschlossen. Jetzt können wir nämlich auch hier das Ding bauen. Aber wir haben hier so wenig Platz. Ich gehorche mit Freuden. Ja. Aufstellen Meister. Und wieder Gold. Gut. Was sieht's ist aus? Das diesmal? Einer fehlt noch. Ausbau abgeschlossen. Na, jetzt kommt ihr sogar noch hier in mein Reich. Seid ihr euch da wirklich sicher? Dann fresst euch mal wieder satt. Vorsicht. So, das dürfte jetzt reichen. Jetzt können wir auch loslaufen. Frostmoon hat Hunger. Endlich. Ah, endlich. So. Da mach ich mal Musik bei hier. Frostmoon hat Hunger. Diesmal hilft dir das nicht so viel. Diesmal habe ich auch eine Armee mitgenommen. Ich
Endlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Euch Paladin geht's jetzt an den Kragen. Großer Heiltrank. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Schnappt immer den großen Heiltrank. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. So, dann ich mal kurz den Kleinen. Und ihr reißt hier alles ein. Ah, endlich. So, zwei Kilo habe ich ja jetzt wieder verloren. Das ist aber nicht so weiter schlimm. Essen, essen, essen. Na komm, macht Mampfi, Mampfi. So, dann bauen wir hier mal Gaut 2 neue. Was ist das diesmal? Seid ihr alle wieder voll? Jo. Frostmourne hat Hunger. Endlose Peile auf euch erwarten. Den hier haben wir. Ah. Dann endlich. Gehen wir hier nochmal nach oben. Gucken, was da so Phase ist. Weil sonst müssten wir hier nach unten. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Oh, die laufen alle halt die langsamste Geschwindigkeit und das sind halt die Fleischwagen. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. So, wo geht's denn hier? Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Ach, Zauberlehrlinge. Frostmourne hat Hunger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wo kommt ihr denn her? Endlich. So, einmal hier. Und es ist nett, dass ihr für mich gestorben seid. Ah, endlich. So. Na gut, dann geht ihr endlich mal wieder zurück. Was liegt an? Du gehst spachteln. Lass es dir schmecken. Und was nach unten geht, weiß ich auch nicht. Ich gehe gleich mal nach unten, wenn die alle hier wieder unten sind. Na, eine volle TP? Volle TP. So, und hier können wir nur Fleischwagen bauen, ne? Ja. Sprecht, Dummkopf. Na gut, dann gehen wir jetzt das mal ist runter. Schon besser. Gucken wir, was da so abgeht. Ich dachte, unten können wir auch angegriffen werden, aber irgendwie kommen die immer nur von hier. Na gut, dann kommen sie halt von da. Frostmourne hat Hunger. Von wo sie Endeffekt das ist kommen, schon ist besser. Egal. Frostmourne hat Hunger. So, Attacke auf den Steingolem. Ich brauch EP. Jedenfalls Arthas braucht EP. So. Und Gold natürlich. Endlich. Das ist schon besser. Dann ist noch einer. Schnappt ihn euch. Er soll keine Chance haben. Endlich. So. Frostmourne hat Hunger. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen. Jetzt Frostmourne. Ein Level 9 Golem. Das ist schon besser. Was passiert hier? Oha. Oha. Oh, oh. Da dürfen wir aber noch gerade zu schaffen. Uiuiui. Ah. Endlich. Aber da kriegen wir einen Energieanhänger. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. So, endlich. Gucke ich hier oben nochmal nach. Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Nichts. Dann stelle ich euch mal kurz da ab. Und dann mache ich hier mal eine neue Armada. 5 Stück waren das jetzt, glaube ich, die ich brauche. Vorsicht. Guck aber trotzdem nochmal nach und nimm die Fleischwagen halt mit. Ah, endlich. Unten geht's auch noch irgendwo lang. Frostmourne hat Hunger. Hilfe! Die Untoten sind zurückgekehrt. Endlich.
Ungläubige Frostmourne haben unsere Verteidigung gestürmt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Er wird halt auch immer ein bisschen strenger hier mit seinen Angriffen. Aber gleich sind alle wieder da. Dann hat es dir nichts gebracht. Ja. Wir hauen jetzt die Liste einmal voll und gehen eigentlich nur noch drauf los. Ja, an und für sich wirklich genug. Holen uns ab und zu mal Nachschub. Dann passt das. Sprecht, Dummkopf. So, 3 Das ist schon besser. Das geht auch. Frostmourne hat Hunger. Gehen wir jetzt hier lang? Endlich. Darfst dich gleich anschließen. Geh mal gleich mit hier. Weil zwischendrin muss ich ja immer mal sammeln. Was ist es diesmal? So, und weiter geht's. Endlich. Nimmt ihn auseinander. Ah, endlich. Solltet schon aufpassen, dass die Fleischwaren nicht angegriffen werden, ne? Frostmourne hat Hunger. So, und weiter angreifen. Endlich. Hier. Das ist schon besser. Wir verschonen jetzt keinen. Endlich. Möge das Licht euch gnädig sein. Euer Verrat hat Uther das Herz gebrochen. Er hätte ohne zu zögern sein Leben für euch gegeben. Und so dankt ihr ihm seine Treue. Das ist schon besser. Oha. Du reißt mich hier ganz schön auseinander. So. Sprecht, Dummkopf. Selbst Arthas wurde getötet. Fallen. Versuchst es noch zu retten. Wie mir dazwischen geht. So. Handschuhe da hast. Gut. Müssen wir mal kurz Arthas wiederbeleben. Und sie haben wirklich 2 Ghule überlebt. Ja, dann dürft ihr euch wieder voll spachteln. Mein Leben so, für Nersul. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Schneller geht, machen wir uns hier nochmal ein. Euer Wille geschehe. Mein Schicksal ist so, besiegelt. Sammeln. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oha. Jetzt haben selbst die verloren. Aber wir brauchen doch nur noch einen Paladin. Also auch da den Sammelpunkt hinsetzen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal 2 Fleischwagen. Reichen eigentlich. So. Arthas ist gleich wieder am Start. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wenn wir haben, dann dürfte das eigentlich klappen. So, einmal vollhauen. Einmal vollhauen. Vorsicht. So. Ah, endlich. Muss spachteln.
Das passt. Sprecht, schon mal. Dummkopf. Was liegt an? Vorsicht. So passt das. Muss Spacht. Was kannst du eigentlich jetzt damit? Niemand erteilt mir Befehle. Ich warte jetzt nur noch auf einen Fleischwagen. Ich dürfte eigentlich nochmal zwei ansetzen. So. Du darfst da auch mitlaufen. Obwohl, machen wir nur einen Fleischwagen. Errichtet mehr Ziggurats. Was ist das diesmal? Endlich. So. Errichtet mehr Ziggurats. Ah. Endlich. Den wollen wir mal. Da kommt auch schon der erste Angriff entgegen. Aber diesmal sind wir mit einem Armee gerüstet. Errichtet mehr Ziggurats. Das kann ich nicht. Oder möchte ich nicht. Ich möchte ja nicht auf hohe Kosten kommen. Was wäre es ab 71? Das ist schon besser. So, einmal jetzt hier runter. Endlich. Handschuhe da hast. Die holst du dir mal. Angriffstempo. Ah, okay. Endlich. Und jetzt wird hier der Rest gemacht. Kannst du vergessen. Und dann wird hier einmal gespachtelt. Du darfst gerne Leichen jederzeit einsammeln. Wir dürfen schon mal welche wieder spachteln. So. Hier läuft schon mal. Bis da oben hoch. Also passt das. Der Wahrheit. Kann ja mal kurz gucken hier. Hier müsste es jetzt weitergehen zum letzten Paladin. Das ist schon besser. Ah, endlich. Endlich. Euer Vater hat dieses Land 70 Jahre regiert und ihr habt es innerhalb von Tagen ruiniert. Wie dramatisch, Uther. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen raschen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst? Ich wusste nicht, was darin ist. Ist ja auch einerlei. Ich nehme mir so oder so, was ich will. Ah, endlich. Na gut. Sogar Level 10. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Komm, Frostmoon hat Hunger. Dann laufen wir mal ein bisschen durch. Endlich. Na los, Uther. Zeig, was du drauf hast. Wenn man schon beiseite, schießt dann nochmal. Hier, auf den. Ah, ist noch verwundbar. Was ist das diesmal? Errichtet mehr Ziggurats. Ja, yeah, klappt der jetzt sowieso gerade alles kaputt hier. Errichtet mehr Ziggurats. So. Das wird dich aber nicht die ganze Zeit helfen. Feind wird ohnegleichen sein. Endlich. Ich hoffe, dass die Hölle ein spezielles Plätzchen für euch reserviert hat, Arthas. Das erfahren wir vielleicht nie, Uther. Ich habe vor, ewig zu leben. Das ist schon besser. So, und schon haben wir die Urne. Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen.
Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schreckenslords nicht trauen. Sie sind die Wächter des Lichtkönigs. Ich sage euch alles, wenn ich wieder auf Erden wandle. Okay. Das war's denn für die heutige Folge. Und morgen der Kriegsrat. Also, wir sehen uns dann wieder. Bis dann.